Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transportfieber 2. Heute beginnen wir mit der nächsten größeren Ortschaft oder sagen wir mal, es ist eher eine Kleinstadt geworden, würde ich sagen, namens Bacharach. Allerdings nicht zu verwechseln mit dem Bacharach am Rhein. Mein Bacharach wird mit einem E in der Mitte geschrieben, nicht, dass es da irgendwie zu Verwechslungen kommt. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir haben hier über eine halbe Stunde Zeitraffer-Material, das hier in der ersten Folge aus diesem Bauabschnitt zusammengekommen ist. Also ihr könnt euch vorstellen, da hier noch mehrere Folgen erscheinen, hier ist ziemlich viel Zeit reingeflossen und ich denke, hier gibt es auch am Ende ziemlich viel zu sehen. Wir beginnen wie so oft mit dem Layout für den Bahnhof. Dreigleisig in dem Fall. Er war ehemals, gab es hier noch ein viertes Gleis. Das werden wir auch noch im Laufe der Zeit darstellen. Und natürlich ist der Name jetzt auch nicht rein zufällig so gewählt. Ich denke, man kann schon ein bisschen was davon erkennen. Also ich habe mich so ganz lose daran orientiert und ein bisschen davon inspirieren lassen. So eine etwas ungewöhnliche Bauweise. Zumindest hatten wir das hier auf der Karte so noch nicht. Aber wie gesagt, ich habe mich halt so ein bisschen am Original orientiert, habe mir das mal angesehen, die Gleisanlagen dort, wie ist der Bahnhof gestaltet und habe mich da so ein bisschen entlang gehangelt und versucht, einige Elemente davon mit hineinzunehmen. Und dafür notwendig ist dann natürlich auch jede Menge Eigenbau, wie man sehen kann. Mit diesen doch ein bisschen ungewöhnlichen Bahnsteigsformen, die wir hier vorfinden. Der Betrieb in diesem Bahnhof, wahrscheinlich wird es am Ende auch darauf hinauslaufen, dass wir hier größtenteils Regional- und Nahverkehr am Start haben. Aber der ein oder andere Fernverkehrszug wird sich hier auch mal hin verirren, hat vielleicht einen außerplanmäßigen Halt oder auch einen planmäßigen Halt aus irgendwelchen Gründen. Die Option ist auf jeden Fall da, wie wir das dann am Ende wirklich alles umsetzen und laufen haben, wird sich alles noch zeigen, wenn die ganze Strecke mal fertig ist und wenn die Züge rollen. So, das ist aber jetzt zu diesem Zeitpunkt auch noch völlig unwichtig. Das muss ich ja jetzt noch nicht entscheiden. Wichtig war mir persönlich nur tatsächlich im Vergleich zur letzten Ortschaft, dass wir hier zumindest die Option haben, auch mal ein paar längere Züge halten lassen zu können. So, dann sind wir schon so beim Straßenlayout langsam angekommen. Das wird sich auch noch mal ein bisschen verändern hier. Aber wir legen erstmal so ein bisschen die Grundlage und passen das dann nochmal hier in Teilen an. Hier haben wir noch einen alten Güterschuppen von anno dazumal. Heutzutage natürlich nicht mehr in Betrieb, aber noch vorhanden, möglicherweise denkmalgeschützt. Und wie gesagt, so ähnlich sieht das dort auch aus in Bacharach. Am schönen Rhein. Dann wechseln wir einmal ganz kurz. Und gehen hier unterhalb des Bahnhofes dran. Dort befindet sich eine Feuerwache, dazu eine Autowerkstatt. Und das Ganze wird hier dann noch kombiniert mit einer Tankstelle. Auch hier wieder, schon grundsätzlich so ein etwas ähnliches Layout wie in der letzten Ortschaft. Wie hieß die denn eigentlich noch? Mittweida. Also auch wieder so eine Art Stufenbauweise, vom Fluss her kommend, immer weiter den Hang hinauf. Und das ist natürlich auch eigentlich der entscheidende Grund, warum solche Bauabschnitte eben genau so lange dauern, wie sie dauern. Weil es eben nicht flach gebaut ist, sondern einfach so ein bisschen den Berg hinauf. Und natürlich dann noch so ein bisschen besonderes Bahnhofslayout und so weiter, das nimmt dann natürlich auch nochmal extra viel Zeit in Anspruch. So, hier führen wir uns auch nochmal eine Straße hinunter und verknüpfen die mit der Hauptstraße, die hier durchführt. Da kommen dann auch noch ein paar Wohngebäude hin. Und dann füllen wir hier noch ein bisschen auf mit den bewährten Gebäudetypen hier, diese mittelalterlichen Gebäude, die für solche Bauabschnitte einfach wunderbar hineinpassen. Okay, grundlegendes Layout steht schon mal soweit. Dann gehen wir hier nochmal Richtung Bahnhof
fangen auch dort langsam an, Gebäude zu pflanzen. Allerdings ist der ganze Bereich, der wird gleich nochmal umgebaut. Also das kommt gleich alles wieder weg. Ich habe es trotzdem mal drin gelassen hier in der Zeitraffer. Gehört ja auch dazu. Also hier sieht man noch, da ist es quasi, der ganze Bereich ist noch auf Bahnhofsebene, auf Bahnhofsniveau von der Höhe her. Dann habe ich aber doch nochmal ein bisschen genauer auf der Karte nachgesehen und habe es dann doch noch ein bisschen näher an die Vorlage dran gebracht. Nicht was das Straßennetz oder so angeht, aber einfach vom Grundlayout her. Also, muss sich niemand merken, das kommt sowieso gleich wieder alles weg. Okay. Dann. Nächster Schritt. Wir reißen alles wieder ab. Guter Plan, oder? Gut, hätte ich mir natürlich auch vorher überlegen können, aber das ist nicht ungewöhnlich, dass sich manche Sachen dann doch erst während dem Basteln ergeben. Und wenn ich dann doch denke, ah, das will ich aber unbedingt geändert haben, dann reiße ich kleinere Bereiche zumindest auch nochmal ab und baue das um. Wenn das jetzt schon deutlich weiter fortgeschritten gewesen wäre, dann hätte ich mir das gespart. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, ja, das kannst du schon noch umbauen. Das ist jetzt kein Beinbruch. Also ihr habt schon gesehen, ich habe jetzt einfach diesen Straßen, also diesen ganzen Bereich hier, etwas höher angelegt. Etwas oberhalb der Bahngleise. Und so bauen wir jetzt die Straßen auch wieder zusammen. Ungefähr so, wie das vorher schon war. Gehen hier auch wieder eine Etage höher mit der Straße. Und hier machen wir es so ein bisschen, ja, abknickend, eine Kurve. Und hier wird dann auch eine Straße den Berg oder den Hang hinaufführen. Noch ein Stückchen weiter hoch. So, okay. Ja, so ist gut. So kann man es, glaube ich, lassen. Und damit werden wir jetzt weiter basteln. Ich muss wahrscheinlich auch nicht extra erwähnen, das wird hier mindestens aus diesem ganzen Bauabschnitt, also allein für die Stadt, für die Kleinstadt, locker zwei Folgen und dann für das Ganze drumherum auch nochmal mindestens eine. Ihr habt ja schon gesehen in der letzten Folge oder in der vorletzten, in den beiden letzten Folgen, da geht es ja auch rein ins Thema Weinbergbau und solche Geschichten. Das habe ich hier auch noch ein bisschen erweitert, das ganze Thema. Also hier wird es auch wirklich eine prachtvolle Kulisse außenrum geben. So, dann hier, ja, habe ich auch wieder relativ viel ausprobiert, herum experimentiert, wie ich das mit diesem Bahnhof, der ja praktisch im Vergleich zu dieser Straße, die hier verläuft, so ein Stück weit abgesenkt ist, wie ich das am besten hinbekomme, dass das dann am Ende irgendwie gut aussieht. Dann habe ich hier nochmal manuell so eine Rampe hinzugefügt und habe hier dann so die Lücken geschlossen mit diesen einzelnen Bahnsteigselementen. Das ist halt dann so eine Art Vorplatz, der hier entstanden ist. Und da werden wir dann auch schauen, dass wir den noch vernünftig ausdekorieren und alles hier alles, ja, gut ins Stadtbild integrieren. Ich bin ganz guter Dinge. Ich kenne ja das Ergebnis schon. Also es ist, kann ich jetzt schon verraten, ist ganz gut geworden. Das passt schon. Dann auch hier wieder diese, naja, Mauerelemente, die ja eigentlich auch eher für den Tunnelbau gedacht sind, von Peugeot Racer, seinem Tunnelpaket entnommen. Aber das passt halt auch sehr, sehr gut hier rein, finde ich. Optisch, was Texturen angeht und so weiter. Mit diesem kleinen Steingeländer da oben drauf. Damit kann man hier wunderbar das Ganze abgrenzen. Und ihr seht schon rechts in dem Auswahlmenü, das ist ja also wirklich ein richtiger Baukasten, wo man ganz viele verschiedene Elemente für alle möglichen Anwendungszwecke drin hat. Deswegen kann man damit hier sowas natürlich wunderbar umsetzen. Hier ist es dann wieder so ein bisschen kniffliger, weil man dem leicht gekrümmten Bahnsteig hier folgen muss, aber lässt sich alles gut bewerkstelligen. Und dann nehmen wir hier Good Old Viaduktbaumod von Geoffrey zur Hand und füllen hier noch die letzten Lücken, damit das hier auch ordentlich aussieht.
Ist natürlich wirklich ein ziemlicher Aufwand, muss man sagen. Also das wird sich nicht so weiter durchziehen. Auf dem Niveau, glaube ich, für die restlichen Ortschaften am Rhein. Aber hier war mir das auf jeden Fall mal wichtig, dieses Projekt noch genauso umzusetzen. Bei der nächsten Ortschaft, die sich hier dann befinden wird, werde ich es, glaube ich, ein bisschen abschwächen. Also nicht mehr ganz so den Hang hinauf Bauweise, sondern schauen, dass das irgendwie also nicht mehr ganz so zeitintensiv wird und vielleicht auch ein bisschen kleiner insgesamt. Aber schauen wir mal. Ich lasse es einfach alles auf mich zukommen. So, dann sind wir hier schon wieder an den Gleisen dran und mauern uns da alles schön ein. Genauso wie hier drüben auf der anderen Seite des Bahnüberganges. Auch wieder schön mit diesen Viaduktbauelementen. Das kann man ja alles schön an die Gleise dran snappen lassen. Hat mir aber am Ende auch wieder nicht gefallen, also habe ich es wieder weggerissen hier, zumindest in dem Bereich. Weil das hier sieht optisch einfach schöner aus, finde ich. Und auch das kann man ja schön an die Gleise dran snappen lassen. Kann man sich dann den Abstand zu den Gleisen konfigurieren, einstellen. Und das sieht dann einfach ein bisschen schicker aus. So, dann haben wir den ganzen Bereich schon mal bearbeitet. Dann gehen wir hier vorne nochmal dran, wo sich der Bahnübergang befindet. Und weiter auf der anderen Seite der Straße. Da haben wir hier so ein schönes altes Marktgebäude, das habe ich hier mal aufgestellt. Und ich orientiere jetzt hier auch praktisch die Straße an diesem öffentlichen Platz, damit wir hier schön halbwegs vernünftigen 90-Grad-Winkel auch haben. Und der Rest wird wieder mit diesen Mittelaltergebäuden aufgefüllt. Relativ dicht bebaut das Ganze. Ab und zu schnappe ich mir mal eine Straße und zweig hier was ab, also einfach eine Zufahrt für den Hinterhof oder einfach nochmal eine Nebenstraße, je nachdem. So, auch hier führen wir die Häuserkulisse noch ein bisschen weiter, zweigen uns wieder eine Straße ab. Hab das auch alles größtenteils mit diesen Kopfsteinpflaster-Texturen gehalten. Ich denke, das passt alles optisch ganz gut zusammen. Auch die ganz normalen Vanilla-Gebäude fügen sich ganz gut hier ein. Ja, und so füllt sich das nach und nach. Haus für Haus. Straße für Straße. Auch hier wieder alles Viaduktbauelemente. Immer auf der Suche nach der richtigen Breite, nach der richtigen Länge. Und man muss es natürlich nicht so genau nehmen, aber ich habe es ja schon gesagt. Also diese ganze Rheinbaugeschichte liegt mir doch irgendwie am Herzen, macht viel Spaß, man kriegt tolle Ergebnisse, tolle Filmstellen. Deswegen habe ich es hier schon ein bisschen genauer genommen. So, da bauen wir uns auch nochmal so ein kleines Mäuerchen obendrauf. Um hier auch die Hinterhöfe und so weiter alles ein bisschen abzusichern, abzugrenzen. Und weiter den Bahnsteig entlang. Bis hier vorne hin. Bahnhofsgebäude wird auch nochmal ausgetauscht. Das ist aktuell auch noch ein Platzhalter. Und dann gehen wir hier drüben schon mal dran. Da wird es auch so einen kleinen Hingucker geben, sagen wir mal. Also Grundidee war, irgendwie sowas wie ein Kloster hier zu schaffen. So aber grob sowas in der Richtung. Kirche ist erstmal nur Platzhalter. Das Gebäude wird auch nochmal ausgetauscht, anders ausgerichtet. Aber das ist mal der Plan. Also genau in diesem Bereich auf einem relativ großen Areal halt irgendwie so eine Art kleines Kloster zu schaffen. Auch irgend so ein mittelalterliches Ding. Ganze noch mit diversen anderen Gebäuden eingerahmt und versehen. Na, aber ich denke, der Fertigbau, ich glaube, der kommt dann sowieso erst in der nächsten Folge. Da werden wir uns dem ganzen Areal dann
einmal gesondert widmen. So, hier hat mich tatsächlich genervt, dass hier einfach die Fahrdrahtaufhängung mitten über der Straße ist. Das hat man öfter mal so, wenn es blöd läuft, aber hier hat es mich tatsächlich so genervt, dass ich das irgendwie vernünftig alles integrieren wollte und dann hier eben auch noch ein bisschen ja, Fahrdrahtaufhängung mit diesen Masten geschaffen habe. Alles ein bisschen improvisiert, wie ihr sehen konntet, aber so hängt zumindest diese Fahrdrahtaufhängung nicht einfach in der Luft rum. So, und wo wir schon dabei sind, stellen wir da gleich noch ein paar mehr Rohrausleger und Co. auf. Kleines Stellwerk hier noch, direkt auch auf Höhe des Bahnübergangs und auch mit Blick auf den Bahnhof. Und dann füllen wir hier noch die letzten Lücken auf. Auch hier wieder, wenn man so bergauf sozusagen baut, ne? Das ist natürlich auch immer ein bisschen tricky. Aber auf die Art und Weise, wenn man dann noch einen kleinen Sockel drunter baut, zum Beispiel wie hier in dem Fall, kriegt man es eigentlich doch relativ sauber hin. Die Gebäude dürfen einfach nur nicht zu breit sein und dann geht das ganz gut. Immer schön so ein bisschen an der Höhe des Gehsteiges orientieren. Und hier auf der anderen Seite kann man es auch nochmal ganz gut erkennen. Muss auch alles nicht perfekt sein, aber schon irgendwie ordentlich aussehen. So. Ja, das hat ganz gut funktioniert. So, dann den Bereich hier unten wollen wir auch noch schnell auffüllen. Gegenüber des Bahnhofes. Hier auch nochmal so einen alten Hotelkomplex. Viele alte Gebäude. Es trieft geradezu vor mittelalterlicher Romantik. Aber auch das ist ja tatsächlich so am Rhein, muss man ja schon sagen. Es ist ja fast schon kitschig, wenn man sich da umschaut. Da haben sie viel Kulissenbau betrieben hier, um die Touristen anzulocken. Mir kommt das wirklich so vor manchmal, wenn man sich manche Bilder anschaut oder Videos oder da auch selbst schon mal war. So, auch das hier sind größtenteils wieder Transport Fever 1 Gebäude, auch die fügen sich da gut ein. Dann haben wir hier die Vanilla Transport Fever 2 Gebäude aus der ersten Ära, passen auch sehr gut hier rein. Also das kann man alles gut mischen. Das funktioniert schon ziemlich gut. So, nochmal so ein kleines Hotel. Nochmal eine Straße abgezweigt. So eine kleine Nebengasse. Und noch mehr Gebäude. So, aber dann haben wir schon ordentlich was geschaffen. Und jetzt kriegt das Ganze auch langsam schon ein Bild, würde ich mal sagen. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Ich habe mir dann noch irgendwie überlegt, hier noch so einen kleinen Bach hindurchlaufen zu lassen, der halt auch wieder teilweise kanalmäßig unterirdisch verläuft. Aber er soll halt am Ende irgendwie, soll es im Gesamtbild einigermaßen erkennbar sein, dass hier doch irgendwie so ein kleiner alter Bach noch durchläuft. Und ich meine, das habe ich tatsächlich irgendwo auch im Original entdecken können. So oder so ähnlich, also wahrscheinlich eher so ähnlich. Und auch das ist natürlich wieder relativ zeitaufwendig, wenn man sich das so hinfummeln möchte. Hätte ich auch weglassen können natürlich, aber irgendwie hat mir die Idee ganz gut gefallen, das hier so zu machen. Auch hier wird natürlich wieder Joe Freeds Viaduktmod großflächig verwendet. Und hier verschwindet dann eben der Bach im Untergrund. Das ist so die Idee, das wollte ich damit darstellen. Und ich denke, das kann man schon so machen. Ja, mittendrin jetzt hier in der virtuellen Modelleisenbahnwelt. Hier habe ich das auch versucht so anzudeuten, ne, dass hier quasi irgendwie so eine Art Durchfluss ist. Und hier plätschert der Bach halt irgendwie so stufenartig hinunter.
Da fließt er praktisch in die Ortschaft rein, entspringt irgendwo hier in diesem, ja, in der Hanglage da oben, etwas weiter oberhalb. Ich weiß nicht, ob wir die Quelle jemals zu sehen bekommen werden. Ist aber auch nicht wichtig. Dann passen wir das hier nochmal so ein bisschen an. So, und dann kann man das doch zumindest schon mal so einigermaßen erahnen, wie ich das darstellen wollte. Wir lassen nochmal ab von dem Bach und gehen hier nochmal an die Straße, die sich hier oberhalb des Ganzen befindet, dran. Schauen wir mal, dass wir das noch hier alles mit Gebäuden zukleistern. Die hängen jetzt natürlich mit der Rückseite in der Luft, also da müssen wir auch nochmal dran gehen. Und einfachste Methode ist halt zum Beispiel sowas hier. Auch wieder Viaduktbaumod geschnappt und hier einfach so große Klötze hinzugefügt. Alles natürlich nicht perfekt, aber das erfüllt schon seinen Zweck. Hauptsache die Gebäude schweben da nicht irgendwie halb in der Luft. Stützmauern. Okay. Dann gehen wir hier schon so ein bisschen an die Dekoarbeit dran. Schnappen uns hier mal die gute alte Natursteinmauer, grenzen hier dieses kleine Grundstück noch ab. Fangen auch schon mal an, das Ganze ein bisschen zu begrünen. Pflanzen ein paar Bäume. Schnappen uns wieder hier die Viaduktbaumod, bauen damit hier so ein kleines Mäuerchen noch hin, dass hier keiner in den Bach reinfällt. Und dann hier unten quasi in den Ablauf hineingesaugt wird oder was auch immer. Noch ein paar Felsen noch dazu. Oh, und auch der Bereich nimmt langsam Formen an und man kann es, glaube ich, langsam erkennen. So. Also, kleiner Bachlauf geschaffen. Und auch schon ein bisschen ausdekoriert. Dann auch das natürlich wieder eine relativ fummelige Stelle. Es geht bergauf und dann auch noch um die Kurve. Macht die Sache nicht besser. Aber auch das mit relativ schmalen Gebäudentypen kriegt man das einigermaßen gut hin. Auch da darf man natürlich nicht zu genau hinschauen. Das hat ein paar Lücken und Unschönheiten und so weiter, aber ja, es funktioniert schon. Erfüllt schon seinen Zweck. Und nachdem ich sowieso schon viel zu viele Ortschaften einfach komplett in der Ebene gebaut habe, na, hier ist es einfach mal komplett anders. Dürfte dem einen oder anderen gefallen, denke ich mal. Hier ist es natürlich noch mal ein bisschen vertrackter zu basteln. Bergauf, Kurvenlage und dann noch super wenig Platz. Hier noch was reinzuquetschen, aber ich wollte hier unbedingt auch noch irgendwie ein paar Gebäude unterbekommen. Um auch einfach diesen Charakter des super dicht Bebauten noch mal ein bisschen weiter zu unterstreichen. Dann hier sogar noch mal manuell ein paar Treppenstufen angelegt, kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Was für ein Irrsinn. Okay, aber sieht doch schon bis hierhin gar nicht so schlecht aus. Dann machen wir hier oben noch ein Stückchen weiter. Genau mit demselben Kram im Endeffekt. Und ich weiß, ich habe schon öfter gesagt, Gebäudesetzung und so wollte ich noch mal ein bisschen reduzieren. Aber hier, das sind halt dann doch so ja, ein paar knifflige Baustellen. Eben was ich gesagt habe, Kurvenlage bergauf und so. Das wollte ich dann schon mit in der Zeitraffer drin haben. Wir nähern uns wieder dem Bahnhof an. Weil den möchte ich natürlich schon in eine möglichst gute Form bringen für diese Folge. Damit wir da schon mal schön mit bewegten Bildern heute starten können. Ich habe hier nochmal einzelne Elemente rausgenommen, weil es dann doch so ein bisschen ja, betonwüstenartig wirkt. Und ich wollte einfach nochmal ein paar grüne Elemente mit drin haben. Deswegen hier nochmal kleine Umbaumaßnahmen. Und hier die Lücken, die entstanden sind, die nutzen wir jetzt einfach, um dort irgendwas zu pflanzen. Grenzt das noch so ein bisschen ab, wie so eine Art kleine Beetumrandung, mehr oder weniger. Und dann stopft man da schon mal ein paar Gebüsche rein.
Und wenn man hier einfach so eine Hecke reinzieht, dann das ist eigentlich, ja, ist halt komfortabel, sag ich mal. Wenige Mausklicks und dann hat man hier zumindest schon mal so ein bisschen Grün geschaffen und dann, ja, kann man da einfach nach Belieben noch ein paar Bäume reinstecken. In dem Fall Papeln gewählt, weil ich nicht so diese ganz dicht bewachsenen, also so Eichen oder sowas wäre einfach too much gewesen für diesen Bereich. Das mit den Papeln sieht eigentlich ganz gut aus. Naja, und weitere Begrünungsmaßnahmen noch. Hier diese Rabatte aufgestellt. Können wir dann auch noch ein paar Gebüsche, Bäume, Pflänzchen, irgendwas da reinstellen. Einfach, um es noch ein bisschen freundlicher zu gestalten. So, verschiedene Baumtypen in verschiedenen Größen. Bisschen Holunder, kommt sowieso zu kurz. Okay. Wieder einen guten Schritt weitergekommen. Dann, auf der anderen Seite des Bahnhofes, füllen wir nochmal ein bisschen auf mit allerhand Gebäuden. Unterstände, Lager, Gebäude und dergleichen mehr. Und das sollte ja noch das ehemalige vierte Gleis hier darstellen. Das habe ich jetzt wieder rausgenommen. Ich wollte es einfach ein bisschen anders haben. Und es gibt ja hier diese einzelnen Gleiselemente. Ich weiß nicht mehr, in welchem Paket die enthalten sind. Gibt es auf jeden Fall im Workshop. Und ich fand das einfach von der Darstellung her ein bisschen schöner, hier wirklich so einen toten, stillgelegten Gleisbereich darzustellen. Und es ist sogar noch ein bisschen schöner, wenn man es dann so macht. Also wirklich die Schienenelemente einzeln setzen. Und hier gab es eben irgendwann mal eine Weiche, die ist schon längst abgerissen, zurückgebaut. Viele der Schwellen sind auch schon, keine Ahnung, weggegammelt oder eben rausgerissen worden. Und auf die Art und Weise, das finde ich tatsächlich eine nette Darstellungsweise, wenn man hier so stillgelegte Gleise haben möchte. Ist natürlich auch wieder deutlich mehr Aufwand, aber Ergebnis ist schon ganz gut. Habe ich so, glaube ich, auch noch nie gemacht. Hatte ich mal einen Geistesblitz. Und ich finde es nicht so schlecht. Weil eben auch das Schotterbett dann nicht mehr vorhanden ist. Ne? Das ist einfach alles schon schön zugewuchert. Werden wir gleich noch ein bisschen überpinseln mit Gräsern und dergleichen. Und das hier ist irgendwie so eine alte Verladerampe. Konnte ich dort tatsächlich erkennen. Also wenn man sich den Bahnhof Bacharach anschaut. Irgendwie so ein Ding ist da noch vorhanden. Weiß zwar nicht, was es genau mal war in der Vergangenheit, aber die Idee habe ich hier mal mit reingebaut. So, und dann lassen wir das hier alles noch ein bisschen zuwuchern. Dann haben wir hier ein totes Gleis liegen, was irgendwann mal zu dieser Rampe hingeführt hat. So, das war jetzt, glaube ich, auch ein ziemlich harter Zeitsprung. Also in der Zwischenzeit ist jetzt wieder ziemlich viel passiert. Und was da passiert, das seht ihr dann einfach in der nächsten Folge. Wir sind jetzt schon dabei, hier aufzuforsten, wollte ich sagen. Ihr seht es ja selbst. Quertragewerk, Rohrausleger, vielmehr Rohrausleger. Oberleitungsmasten. Da müssen wir natürlich auch nochmal einmal über den ganzen Bahnhof drüber gehen und das hier alles schön ausstatten. Und natürlich auch im Bereich der Bahnsteige. Auch hier nehme ich wieder die längsten Varianten der Rohrausleger. Hier diese Turmmasten, die über drei Gleise ragen. Dann kann man das nämlich schön hier so hinbauen. Und dann sieht das auch ziemlich gut aus, wie ich finde. So, dann hier. Kommt auch ein bisschen zu kurz immer mal wieder, ne? Asche über mein Haupt. Signalbrücken. Hier in dem Fall Ausfahrsignale. Und hier für die beiden Gleise passt auch wieder ziemlich gut einfach eine Signalbrücke. Leicht in Kurvenlage, deswegen sitzen die nicht ganz perfekt. Also die Signalkörbe an den Brücken, aber ja, fällt auch nicht wirklich auf. So, und dann stellen wir doch die letzten Oberleitungsmasten auf hier in dem Bereich. Und dann haben wir das soweit hier alles ausgestattet und
den Fahrdraht ordnungsgemäß aufgehängt. So, das Bahnhofsgebäude. Wenn ich jetzt noch wüsste, was das hier eigentlich für ein Gebäude ist. Es ist, glaube ich, schon auch, ja, es ist ganz sicher in irgendeinem Bahnhofspaket enthalten. Ist es jetzt ein Schweizer Bahnhofspaket? Ich weiß es nicht mehr. Ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall im Steam Workshop vorhanden ist. Da ist auch irgendwo, genau, man sieht das auch, da sind ja auch Fahrpläne zum Beispiel dran angehängt. Aber das hat einfach optisch, finde ich, hier super reingepasst. Das fügt sich einfach richtig schön ein. Das passt hier gut hin. Und das ist dann auch das finale Bahnhofsgebäude. Das lassen wir jetzt auch so stehen. So, dann wird hier nochmal so eine kleine Fläche geschaffen. Auch hier wieder Viaduktbaumod, wie so oft. Wahrscheinlich die Mod, die ich am allermeisten benutze. So, einfach nochmal so eine Fläche geschaffen auf die Art und Weise. Und da setzen wir auch nochmal eine Handvoll Gebäude drauf. Und ja, wieso nicht? Ein altes Türmchen, was hier noch rumsteht. Alter Wehrturm aus dem Mittelalter. Oder Römerzeit, oder weiß der Geier, wie lange das Zeug hier schon rumsteht. So, hier letzte kleine Feinschliffe. Auch hier habe ich einfach dieses schöne Geländer hier nochmal benutzt. Um das Ganze ein bisschen abzurunden. Dann haben wir hier noch relativ viel freie Fläche, einfach auf diesem, naja, nennen wir es mal Bahnhofsvorplatz. Und natürlich braucht es auch noch eine Möglichkeit, um auf die andere Seite hier rüber zu kommen, um auf den anderen Bahnsteig zu gelangen. Und ich meine sogar, ist es nicht sogar so in Bacharach, dass wir hier eine Überführung haben? Bin mir jetzt gerade nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube schon. So, dann habe ich auch die Fahrradunterstände nochmal versetzt, dann das Ganze nochmal hier durch einen Kiosk. Und einen kleinen Imbiss ergänzt und so auf die Art und Weise habe ich dann diesen ganzen Bereich gefüllt. Und natürlich, wie üblich, auch alles noch schön ein bisschen mit Sims ausdekoriert. Mit wartenden Reisenden und so weiter. Bahnsteigshöhe nebenbei bemerkt, ich glaube, das sind auch wieder 55 hier. So, okay, sehr schön. Geht voran. Dann gehen wir nochmal an die Bahnsteige selbst dran und verteilen die üblichen Verdächtigen von Sitzgelegenheiten, Mülleimern, Bahnsteigsbeschilderungen und Co. Das wird hier alles bunt verteilt in verschiedensten Variationen. Aufräumarbeiten. Bisschen Werbung kann natürlich auch nicht schaden. Immer eine gute Idee in solchen Bereichen. Und so nimmt das langsam hier Gestalt an. So. Immer noch Dekophase. Fahrkartenautomaten, Stempelautomaten, Fahrpläne, Mülleimer. Wir haben ja alles zur Verfügung, was das Herz begehrt hier. Deutsche Bahnhöfe, die Mod, da ist das alles enthalten. Und das lässt wirklich keine Wünsche offen. Kann man sich hier richtig austoben. So, was ich jetzt hier gerade abgerissen habe, konnte ich gar nicht mehr erkennen, keine Ahnung. Ja, aber ich denke, Deko-Arbeiten sind schon fast abgeschlossen. Bisschen Beleuchtung noch dazu stellen. Auch da haben wir die Qual der Wahl. Verschiedenste Ausführungen. Dann gehen wir hier nochmal an den, nennen wir es mal, alten Ladehof. Sowas ist das ja wahrscheinlich hier. Irgendwie sowas in der Richtung. Der Unterstand wird gefüllt. Da haben viele Leute einfach auch ihr Camping, ihren Campingkram abgestellt und auch den ein oder anderen Oldtimer dazu geparkt. Ob das jetzt so viel Sinn ergibt, sei mal dahingestellt. Aber es passt halt optisch, finde ich, gut rein in so einen Bereich.
Absetzmulden, Bauwagen, kleiner Betonmischer. Absperrgitter haben wir hier auch noch aufgereiht. Einen Traktor, wieso nicht? Hier steht halt alles Mögliche rum. So ein bisschen die Kuddelmuddel-Ecke hier. Weiß auch gar nicht, ob das irgendwie im Privatbesitz hier alles ist oder so. Keine Ahnung, habe ich mir nicht überlegt. Es muss auch nicht alles irgendwie bis ins letzte Detail durchdacht sein. Hauptsache, es sieht gut aus am Ende. Darum geht's. Das war das Ziel. So, die letzten Pinselstriche. Und dann habt ihr es auch gleich überstanden. Und ich warne euch schon mal vor, Zeitraffer in der nächsten Folge ist, glaube ich, auch wieder so um eine halbe Stunde lang. Also da wird es auch nochmal ordentlich zur Sache gehen hier in Bacharach. Viel passiert, muss man sagen. Gut, aber dabei belassen wir es erstmal für den Moment. Und finally kann ich euch endlich hier die ersten vernünftigen Bewegtbilder aus meinem fiktiven oder halbfiktiven Bacharach präsentieren. Lassen wir mal ein paar Züge rollen. Den Anfang macht der Nahverkehr. Es wird sich aber auch der ein oder andere Fernverkehrszug hierher verirren, der hier mal Zwischenhalt macht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das langfristig so machen werde, aber jetzt mal so für die ersten paar Filmfolgen wird hier auch ein bisschen mehr zu sehen sein, was hier mal Zwischenhalt einlegt. Einfach damit wir auch ein bisschen Abwechslung drin haben. So, 110 müsste es gewesen sein, glaube ich, oder? Macht sich wieder auf die Socken. Passiert den Bahnübergang, fädelt sich auf die Hauptstrecke ein und fährt Richtung Mittweida. Aus der anderen Richtung kommend. Interregio. Schranken gehen jetzt schon zu. Der kommt gerade aus diesem Bereich, also der ist gerade aus diesem Tunnel rausgefahren, den ihr, ich glaube, vorletzte Folge zu sehen bekommen habt. Da im Hintergrund sieht man auch noch schön die Weinberge. Und aus diversen Perspektiven sieht man, glaube ich, auch schon, wie zum Beispiel hier die nächsten Weinberge, die dort entstanden ist. Also die Stadt ist schon so ein bisschen von Weinbergen eingerahmt, könnte man sagen. So, und der Gegenzug ist auch schon da. Auch hier habe ich es erstmal wieder so gemacht, dass ungefähr die Hälfte der Fernverkehrszüge fährt einfach durch. Und die andere Hälfte hält eben hier. So, Steuerwagen voraus. Geht's weiter. Blick vom Übergang hinab. Ein- und ausfahrende Züge. Hervorragend. Schön, gefällt mir. Begonnen habe ich damit. Oh Gott, wann hatte ich nochmal Corona? Das war so der Zeitraum, wo es mir wieder einigermaßen gut ging, wo ich wieder halbwegs vorm Rechner sitzen konnte. Damit, also genau in dem Zeitraum habe ich hier begonnen, wen das interessiert. Das war Mitte Oktober war das. Da sind also tatsächlich die ersten Zeitrafferaufnahmen hier entstanden. Da habe ich so den Grundstein gelegt. Ja, ist also schon eine ganze Weile her und immer mal wieder hier vorbeigekommen und weitergebastelt. Und jetzt endlich kann ich euch hier eine vernünftige Folge präsentieren. Ist schon auch immer ein cooler Moment für mich. So, dann haben wir hier einen durchfahrenden Zug. Ah, sehr schön, da kommt gleich aus der anderen Richtung ein durchfahrender Güterzug. Und da wird die Vielfalt auch noch ein bisschen zunehmen. Also wenn ihr diese Folge gerade seht, ich weiß jetzt nicht genau, wann die veröffentlicht wird, ja, kurz vor Weihnachten oder so. Es ist ja auch wieder Adventskalender-Time. Nicht nur auf transportfever.net, sondern natürlich auch wieder in der Modwerkstatt. Und da ist jetzt schon, also Aufnahmezeitpunkt ist bei mir der 8.12. und da ist jetzt schon so viel Zeug erschienen. Vom allerfeinsten auch der ein oder andere Güterwagen und da werden wir sicherlich auch nochmal die ein oder andere Sonderfolge einlegen. Und hier schön das ganze neue Rollmaterial auf die Strecke bringen.
So, dann kann man hier schon an der Signalbrücke erkennen. Grünes Signal. Hier kann man nochmal so ein paar Blicke auf die Toten, das tote Gleis erhaschen. Und ich habe auch nochmal so ein bisschen hier in diese Schuppen und Unterstände reingefilmt. Damit man das auch nochmal zu sehen bekommt. Da kann man im Hintergrund schön ein bisschen was von den Weinbergen erhaschen. Und abermals ein Schweizer Vertreter. Ich weiß, ich muss den auch... Man sieht schon, der ist schon ganz schön schmutzig geworden. Ich muss da auch dringend mal wieder dran und das Rollmaterial ein bisschen durchtauschen. Gerade bei dem Schweizer Paket gibt es ja auch verschiedenste Varianten. Und übrigens auch nochmal vielen Dank für den Hinweis, dass bei diesem... wie hieß jetzt der Zug noch? Der alte historische Zug, mir ist der Name gerade entfallen. Dass da auch passender Speisewagen tatsächlich... enthalten ist in diesem Paket vom Orient Express, den man tatsächlich auch mit ein bisschen Fantasie hier mit einreihen kann. Kommt alles noch. Werden wir genauso zu sehen bekommen hier. Aktuell ist es halt so, ne, ich habe hier einfach ultra viel gebastelt, wie ihr sehen könnt. Und ums Rollmaterial habe ich mich einfach nicht gekümmert in der Zeit. Man sieht es dem hier auch zum Beispiel an. Der ist auch schon ganz schön eingesaut. So, da hält auch nochmal einer. Auch wieder Steuerwagen voraus. Geschoben von einer 101. Und nach kurzem Aufenthalt geht's weiter Richtung Mittweida. Da haben wir dann auch schon das Kloster im Hintergrund. Also praktisch die finale Form, das finale Layout. Kriegt ihr dann alles in der nächsten Folge zu sehen. Der Regionalexpress kommt auch schon wieder zurück, beziehungsweise Regionalbahn. 141 ist es, oder? Ja, stimmt, wir haben ja. Die ging ja vor nicht allzu langer Zeit hier auf die Strecke. Scheint gerade so ein bisschen die Modernisierungsphase zu sein. Ne? Da ist jetzt schon der erste Verkehrsrotewagen mit eingereiht. Bunte Bundesbahnzeit. Passt natürlich auch sehr gut in diese Kulisse hier rein. So, und Abfahrt. Und in die Fahrtrichtung dieses Zuges werden wir dann auch demnächst mal irgendwann weiterbauen, wenn wir genau hier in diesem Abschnitt fertig sind. Aber ihr habt ja gesehen, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Da werden wir noch ein, zwei Folgen verweilen, bis wir hier durch sind, bevor es dann irgendwann hier auf, mit dem Thema Streckenbau wieder weitergeht. Gut. Blicken wir noch ein bisschen weiter auf die Züge. Den muss ich auch unbedingt mal auswechseln. Jetzt haben wir den schon 100.000 Mal durchs Bild fahren sehen. Aber es ist ein schöner Zug. Ich mag auch den ganz langen ICE 1. Ich finde den schön. Ist ja mittlerweile auch schon fast schon historisches Rollmaterial. 90er Jahre kam der raus, glaube ich, oder? Kam der auf die Schiene. Ende der 90er, ich weiß es gar nicht mehr so genau. So, hier auch nochmal ein paar größere Perspektiven. Da habt ihr auch schon mal den einen oder anderen Ausblick. Also zum Ufer runter wird noch relativ viel passieren. So, gerade im Bereich Tourismus sozusagen. Aber ihr könnt ja, ja, muss ja gar nicht viel dazu sagen. Ihr seht ja alles selbst, was hier noch kommen wird. Oder was eben inzwischen schon alles geschehen ist. Viel Detailarbeit. Wohnmobil, Stellplatz, Kloster, kleiner Hafenbereich, kann ich auch schon verraten und so weiter. Da werden noch einige Dinge passieren. Ah, wunderbar. Auf den habe ich gewartet. Baureihe 103. Das ist doch Bundesbahnfeeling hier. Diese Zugbegegnung. Sehr schön, da sind jetzt noch ein paar Silberlinge dabei. Und der IC 79 scheint hier auch Zwischenhalt zu machen in Bacharach. Sehr gut.
Passt gerade so rein, wie maßgeschneidert. Hätte keinen Wagen länger sein dürfen. Ah, wunderbar. Was eine schöne Lok. Königin der Schiene. Und Abfahrt. Und auch der schlängelt sich mit überschaubarer Höchstgeschwindigkeit weiter den Rhein entlang. Ja, und da im Hintergrund, wie ihr sehen könnt, da ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht allzu viel passiert. So, stimmt. Den hatte ich nochmal, glaube ich, relativ neu mit auf die Schiene gebracht. Doppeltraktion 218. Der ist noch nicht allzu lange unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt schon gesehen hat. Aber ein bisschen Diesel muss hier natürlich auch auf die Strecke. Schüttgut am Haken. Ja, ganz nach meinem Geschmack. Und abschließend hier nochmal so ein bisschen die Gesamtübersicht. Alles zeige ich jetzt, oder habe ich glaube ich jetzt noch nicht gefilmt, also der ganze Bauabschnitt in Gesamtheit, aber mal so grob hier nochmal zur Übersicht. Der ganze Bereich rund um den Bahnhof und mit etwas Kulisse außen herum. Aus verschiedenen Perspektiven. Auf der anderen Seite, wie man sehen kann, ne, habe ich ja gesagt, das wird wahrscheinlich eher so eine Kulissenstrecke werden, damit wir auf der anderen Seite auch noch Züge rollen haben. Und dann kann man das auch einfach nochmal so ein bisschen aufdröseln, so ein bisschen trennen nach Fernverkehr oder beziehungsweise einfach vielleicht einfach nach Personen- und Güterverkehr, dass man das mal noch grob ein bisschen auseinander trennt, eben auch wie in der Realität. So, jetzt habe ich den Hafenbereich doch schon gezeigt, aber ist auch egal. Naja, den Rest kriegt ihr sowieso schon direkt in der nächsten Folge alles zu sehen, von daher. Ist ja wurscht. So, und den Abschluss macht hier nochmal ein, ich glaube ein Dreier. ICE 3. Der hier Bacharach passiert. Und im Hintergrund, sie rücken immer näher, die Schweizer Berge. Für den Moment soll es das aber gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.